Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Ein Moment, das ist nicht Pokémon Schwert. Spiel fortsetzen. Ja, in der letzten Folge haben wir die Kampfarena-Leiterin Saida erledigt und jetzt stehen wir hier im Pokémon Schild vor der vierten Arena. Ja, Pokémon Schild hat hier unter einige Änderungen, zum Beispiel die Arena-Leiter. Und ich habe mir gedacht, da ich sowieso ja offscreen dieses Spiel mitspiele, habe ich mir gedacht, ich tue mal hier bis zu diesem Zeitpunkt spielen. Und ich habe ja, wir stellen uns jetzt heute mal der Geisterarena. Und ja, das ist eine Geisterarena. Und ja, wie ihr sehen könnt, weiblicher Hauptcharakter habe ich mir gemacht, weil ja, warum soll ich mir zwei männliche machen, ne? Und ja, ich zeige euch mal ganz kurz mein Team, wie jetzt hier aussieht. Ich habe den Wasserstarter genommen und ja, so sieht der Wasserstarter aus. Ich glaube, den haben aber auch schon ein Schwert gesehen, die Entwicklung davon. Ich werde wahrscheinlich noch einen Sonderbonbon geben, dass der sich hoffentlich noch jetzt entwickelt, damit wir auch die dritte Entwicklung davon sehen, welche ich auch gerne mal sehen möchte. So. Das hier ist die Entwicklung von Voldy und ja, keine Ahnung, die sieht ein bisschen besser aus, als ich das eingeschätzt hätte. Also, weiß ich nicht. Ich habe gedacht, da wird wieder zu so einem fetten Teil wie in Schwarz und Weiß. Wie heißt das nochmal? Bisbark. Ja, sieht aber überraschend cool aus. Also, ja, kann man ja mal machen, ne? So, dann habe ich hier diesen Feuerkäfer, was auch Kabu hatte als letztes Pokémon. Bin ich auch relativ zufrieden mit. Ist, glaube ich, das stärkste Pokémon im Moment in meinem Team. Also ja, dann habe ich dieses ja, weiß ich nicht, Sade Pokémon nehme ich mal an mitgenommen. Und ja, das hat irgendwie ein Item namens Zucker Erdbeere und ich weiß jetzt nicht, was genau das macht, aber es hat irgendwie, weiß ich nicht, so ein Effekt mit diesem Teil. Also weiß ich mal, ich tue mal, ich kann irgendwie nicht die Dings davon zeigen, ne? Beschreibung, wenn ich das nicht ausgerüstet habe. Wo ist es? Hier. Zuckerwerk in Form einer Erdbeere. Gibt man das Zuckermehl zum Tragen, geht sich vor Freude im Kreis. Also ja, weiß ich nicht. Habe ich mal gegeben. Und natürlich habe ich Ponita in der Galar-Form als Teammitglied. Was ich erst in diesen einen Wald hier rechts von dieser Stadt erstmal fangen konnte. Und ja, ein Problem ist, das ist mir irgendwie noch gar nicht aufgefallen und ich sollte dem Ding mal ein Item geben. Was mir gar nicht aufgefallen ist, das letzte Mal, als ich ja irgendwie versucht habe, diese Teekasse da, diese Teekanne zu fangen im, im Pokémon Schwert. Nehmen wir das hier. Da stand irgendwie so was wie, du kannst diesen Pokéball nicht werfen oder so, oder es kann nicht gefangen werden. Das liegt daran, weil ich, da muss ich mal Liga-Karte zeigen. Und ja, mehr so ist übrigens die Pose und so. Du kannst Pokémon bis Level 35 fangen. Also ja, das Viech war, glaube ich, Level 36. Und deswegen konnte ich das nicht fangen. Und ja, das war irgendwie die Erklärung dafür, dass ich das Pokémon nicht fangen konnte beim letzten Mal. Mit den Ohren, dann erhöht sich halt der Level mit dem Pokémon, die man fangen kann. Ja, weiß nicht. Dir geben wir jetzt noch einen Sonderbonbon. Aquatis, weiß nicht. So eine Anspielung an Igni aus Pokémon Schwert. Habe ich auch eben Aqua genannt. Wenn ich den Pflanzenstarter genommen hätte, hätte ich wahrscheinlich irgendwas Terra-mäßiges genommen oder so. Vex, weil, weiß nicht. Erst habe ich das Ding Rex genannt, aber das war mir zu Mainstream. Da habe ich halt Volt und Rex verbunden und Vex. Scorch, mir ist nichts anderes eingefallen. Sugar, weil das Ding ist süß. Und Glimmer. Und ja, natürlich ist das eine My Little Pony Anspielung von basierend auf den Charakter Starlight Glimmer, welcher so ähnlich aussieht wie dieses Pokémon. Und ja, ich würde sagen, wir gehen dann jetzt mal in die Arena rein. Aber vorher sollte ich vielleicht mal die Liga-Karte auch zeigen. Ich habe ja natürlich eine andere Liga-Karte bekommen von dem Arena-Leiter. Und zwar, er sieht interessant aus. Das war hier Neo. Das ist der Arenaleiter, gegen den wir uns stellen müssen. Dieser geheimnisvolle Arenaleiter ist noch sehr jung. Er nimmt seine Maske niemals vor anderen Menschen ab. Und für den Fall, dass er sie irgendwann verliert, hätte er noch mehr als 100 weitere Masken mit dem gleichen Design breit. In einem Interview gab er an,
im Alter von 4 Jahren bei einem Unfall gerade so mit dem Leben von Hong Kong zu sein und seitdem verstorbene Geister-Pokémon sehen zu können. Doch ob das stimmt, bleibt ein Rätsel. Und ja, ich weiß gar nicht, ist das die gleiche Nummer, die Seida hatte? 291, ich weiß halt gar nicht. Und ja, jedenfalls mehr Änderungen gab es bisher noch nicht, glaube ich. Naja, bis auf die Pokémon, die ich fangen konnte. Ich kann kein Porenta in diesem Spiel fangen, sondern nur Polita. Und ja, ich glaube, hin und wieder gab es noch andere Änderungen, aber so drastische Sachen sind mir noch nicht eingefallen. So, den lese ich jetzt nicht vor, der müsste ja ungeändert sein im Vergleich zu Schwert. Welcher der letzte Part sein sollte, den ihr vorher angeschaut haben solltet? Vielleicht einfach Team auswechseln, das kennen wir schon. Ja, okay, die sind ungeändert, nehme ich mal an. Also ja, hoch ein Arena Challenger. Willst du dich an unserer Arena Challenge versuchen? Ja, warum klingst du so nervös? Okay, dann zieh dir doch bitte die Umkleidekabine gleich dort drüben deine Uniform an. Und ja, ich sollte vielleicht mein Starter das Sonnenbonbon geben. Ich hoffe, der entwickelt sich auch Level 35. Wir werden dann soweit Nummer 200. Okay, mal gucken, wie das hier abläuft. Die Kampfarena war jetzt nicht so schwierig im Pokémon Schwert im letzten Part. Und ja, mal gucken, wie das hier so abläuft. Ach, jetzt sogar genau gleiche Dinge. Ich habe jetzt irgendwie was anderes erwartet, wenn ich ehrlich bin. Du möchtest erkläre ich dir kurz die Regeln der hiesigen Arena-Mission. Die Mission von Passberg ist der reinste Vergnügen. Das reinste Vergnügen. Na, zumindest ist sie inspiriert von einem Vergnügungspark. Die Regeln sind ganz einfach. Du steigst in diese Tasse ein und versuchst sie zum Ziel zu steuern. Dahin musst du allerdings allen möglichen Hindernissen ausweichen. Blablabla. Kontrollstick im Uhrzeigersinn. Das wissen wir alles. Das haben wir im letzten Part geguckt. Und ja. Ich würde dann sagen, ich müsste ja hoffentlich einen Sonderbonbon haben, ne? Ich habe noch nie eins benutzt hier in dem Spiel. Also müsste ich theoretisch eins habe. Ich werde ja wohl über eins irgendwie gestolpert sein. So, ich kann übrigens nichts mit meinen Steinen entwickeln. Also mich irgendwie komisch, ich finde halt irgendwie komisch, weil Ponita ist schon Level 35 und ich weiß jetzt nicht genau, wann sich Ponitas entwickeln da. Ja, das ist ganz schön spät. Das heißt, selbst wenn sich das jetzt so auf Level 36 oder so entwickelt, dann hat man irgendwie ein Level, in dem halt ein Ponita ist und danach ist es ein Galoppa. Das finde ich ein bisschen dämlich, muss ich ganz ehrlich sagen. So, aber erst einmal hoffen wir, dass du dich jetzt entwickelst, so wie mein Feuerstarter auf Level 35. Jawohl, dann sehe ich auch zum ersten Mal wieder Wasserstarter seine dritten Entwicklungsstufe aussieht. Okay, was Inteleon, das Ding sieht merkwürdig aus. Bis rein Wasser. Die Wasserschüsse aus seinen Fingern erreichen Geschwindigkeiten von bis zu Mach 3. Mit seinem Nickhaut erkennt es Schwachpunkte des Gegners. Das ist auch so eine persönliche, ja, Präzisionsschuss. Das ist auch so eine persönliche Attacke. Unabhängig von Fähigkeiten oder Attacken, die Angriffe auf sich ziehen. Okay. Das klingt jetzt nicht so dolle. Ja, mach mal das. Okay, dann gucken wir mal, vielleicht bringt es das ja. Ich habe nicht so schlechte Karten in dieser Arena, habe ich so ein Gefühl, weil ich glaube, irgendwie die Hälfte meines Teams kann alle Unlichtattacken einsetzen. Also ja, schauen wir mal. So, wir müssen jetzt wieder das machen, so wie im letzten Part. Und ich sage jetzt einfach, der letzte Part, das wird jetzt halt nicht Part 24 ist das hier, ne? Das ist jetzt der 24. Part, auch wenn das theoretisch der erste Part von Pokémon Schild ist auf diesem Kanal, aber ja, weiß nicht. Und ich werde auch wahrscheinlich Pokémon Schwert immer noch als Titel anzeigen, so, aber ja. Warte mal, wer hatte nochmal, du hast Glücksrauch. Ich weiß nicht, wie ich das mit dem Titel machen soll, ich überlege mir noch was. Hi, wie du heißt auch Daniel. Einmal zu viel der T-Taste gedreht und den Arena Changer schleudert wild umher. Irene Noise. Keine Ahnung. Das heißt, Arena
Arena Trainer Daniel ist nur Schwert exklusiv, ne? Und nur in der Arena. Das heißt, selbst wenn ich mit dem mal irgendwann sprechen wollen würde, ich kann nie mehr mit dem reden, weil ich wahrscheinlich nie mehr in diese Arena rein kann, ne? Also ich kann irgendwie irgendwann mal Rematches machen mit denen. So, ja, der Teil ist ganz schön stark. Also, ja, natürlich habe ich komplett andere Pokémon als ein Schwert, wenn das noch nicht offensichtlich war. Und ja, hin und wieder wurde ich da so ein bisschen gespoilert bei der Entwicklung, also bei Voldy eigentlich nur und vom Wasserstarter, aber jetzt weiß ich noch nicht. Ich weiß auch noch nicht, was mein 6. Teammitglied sein wird. Aber mal schauen. Und ja, das ist nicht gerade sehr schwierig hier. In alle Pflanzen-Pokémon. Und boom. Ich habe zufällig ein Feuer-Pokémon an erster Stelle gebracht. Allerdings nur, weil der Glücksrauch hatte. Ich habe jetzt nicht gewusst, dass die Pflanzengeist-Pokémon einsetzt. Also könnte man meinen. Verloren. Es weht mein Lebensgeister davon. Ah, hör mir gut zu, Arena Challenger. Dein Geist ist nicht an dieser Welt gebunden, sondern schwerlos und frei. Also flieg hoch hinaus. Ich flieg hoch hinaus. So, erst einmal hier wieder. Oh, ich kann auch mit dem rechten Analogstick. Erst wenn ich beide mache. Oh Gott. Ja, okay, die Hände hier sind anders, aber ich habe mir doch schon so eine ganz komplett andere Arena irgendwie vorgestellt irgendwie. Wenn man schon irgendwie, weil ich eine andere Edition hier holt oder so, ne? Ich da ein bisschen mehr lohnen, aber es gibt ja auch andere Pokémon so, ne? Ist jetzt nicht so, als hätte Pokémon das jetzt nicht schon immer gemacht, also nicht. Das ist hier schon mehr oder weniger Luxus, würde ich sagen. Die Arena wesentlich anders ist. Hi. Links um und rechts um, so dreht dein Kreis sich Fidibum. Wirbel, wirbel, flink im Kreise, dreh ich mich auf deine Weise. Boah. Ja, Alter, Sophie, fahrt dich aus. Das ist ein normaler Name. Was? Was ist das denn? Ein Corazon mit dem Geisttyp? Okay, ich habe mich schon gewundert, warum Corazon ist doch Wasser oder Wasserstein, glaube ich. Okay, cool. Das Ding sieht irgendwie creepy aus, so wie sich das bewegt. Also gar nicht. Oh, nee. Warte mal, war Käfer auch effektiv gegen Geist? Ich weiß auch nicht. Aber kann auch sein, dass das irgendwie, weil nicht Stein ist, ne? Ich weiß es nicht. Wenn der Metal Mario, oh Gott, ich bin tot. Oh Gott. Okay. Bin überrascht, dass ich das überlebt habe, weil Steinattacken gegen Feuerkäfer, das ist sehr böse. So, ach ja, Aussetzer. Habe ich schon gewundert, warum habe ich nicht mehr Dings eingesetzt? Flammenrad, Step, keine Ahnung. Würde. Jetzt nicht nur hier mit dem ja durchrushen, also ich wäre schon halt jemand anders, anderen Teammitglieder hier seht. So, diese Niederlage habe ich mich daran erinnert, dass der Arena Alter eine Maske trägt. Was? Okay. Ich würde ja gerne einen Blick unter seine Maske gehen, wie er wohl aussieht. Tja, also wie so ein Scheiger irgendwie. Die haben auch solche Masken auf, ne? Der ist bestimmt ein Scheiger. Keine Ahnung, der war auch in diesen Cutscene, wo man die ganzen Arena-Leiter gesehen hat, irgendwie voll creepy am Laufen irgendwie. Ah, nee, ich muss jetzt mal da runter. Weil der hat schon so ein bisschen herausgestochen unter den Arena-Leiter. So, und dann gibt es, glaube ich, noch einen Arena-Leiter, der anders ist hier. Ich glaube, der ersetzt irgendwie den Stein-Arena-Leiter aus Pokémon Schwert. Nämlich keine Ahnung habe, wie viel der Arena-Leiter das ist.
Ja. Also von Pokémon Schild wird es definitiv mindestens noch ein Part geben irgendwann. So. Gut. So dummer. Ich weiß gar nicht, ist Fee effektiv gegen Geist. Wird ja sein, du willst über die Schwäche von Geister-Pokémon Bescheid wissen? Nee. Aber ich habe viele Unlichtattacken, also. Falls der Arenaleiter genau hier die ganzen Nebulak, Apollo und Gengar Pokémon hat, dann habe ich mit meinem Pony hier auch gute Chancen. So, Sugar, also mein Homokel, ist nicht sehr stark, also. Also nicht. Ach nee, das Ding ist, oh Gott. Ja, da wird nicht gut ausgehen. Weil man dazu heftig gibt es, ne? Ne. Das ist nicht effektiv. Ja, okay, jetzt haben wir ein Problem. So, Bitterkurs, das verwirrt Gegner. Mehr kann ich jetzt hier wirklich nicht machen. Ich kann auch nicht fliehen, leider. Aber ich muss jetzt hoffen, dass Bitterkurs irgendwie etwas macht. So, Debiskus heilt mich wieder hoch, aber ich kann das nur 10-mal benutzen. Also wäre es sehr toll, wenn ne, das Verwirrung irgendwie ja so ein bisschen was abziehen würde. Aber da war ich bisher noch nicht sehr. Das Glück war irgendwie noch nicht so auf meiner Seite, so in Sachen Verwirrung in diesem Spiel. Also, ja, und dann hält es immer nur so eine Runde. Bringt es auch nicht so. Ja, Sugar hat ist ein sehr defensives Pokémon, also wenn sich irgendwas mit dem Teil erledige, das ist wie Flora in Schwert am Anfang. Das ist viel defensiv, aber wenig Angriff. Und ich weiß nicht, wann sich der Teil entwickelt. Ja, wie sich der Teil entwickelt. Ich hoffe, diese Erdbeere, die ich dem Teil irgendwie gegeben habe, wird irgendwie helfen. So, oh Gott, ich habe noch nicht mal viele Tränke oder so. So, ich hoffe, mit Hilfe von Verwirrung kriegt das Ding irgendwie down. Wäre sehr gut. Aber nee. So läuft halt irgendwie die ganze Zeit, aber ich weiß nicht. Irgendwie Verwirrung bringt es irgendwie nicht in dem Spiel. Jedenfalls nicht, wenn ich es einsetze gegen Gegner. Los, komm. Nee. Okay. Weiß nicht wieso, irgendwie. Wenn ich irgendwie ist die RNG in diesem Spiel nicht auf meiner Seite und dann ist es aber dann nicht verwirrt. Also hat Verwirrung gar nichts gemacht. Hat wirklich gar nichts gemacht. Ich habe einen Zug verschwendet, um Verwirrung auszulösen und danach. So, weg, komm du mal. Verwirrung einmal im Zug verpasst, ne? Und dann. Hat er noch nicht mal irgendwie Schaden gemacht. Hier, frisst das. Ja, und Vex hat irgendwie spezielle Fähigkeit, dass Bissangriffe mehr Schaden machen. Also, ja. Nicht schlecht. Knirscher. Das ist irgendwie perfekt gerade. Okay. Gut. Na, war gut. Oh, du hast noch eins. Drift Zeppeli. Na, Knirscher, zeig mal. Ah, schön. Das Pokémon sieht echt cool aus, muss ich sagen. Hat was. Interessanter als ich jetzt ursprünglich gedacht hätte. Wer die Wechselwirkung zwischen den Typen kennt, ist im Kampf natürlich klar im Vorteil. Nur deswegen hast du gewonnen. Alter, Maul. Ey. Sondern du nur gewinnst, ist es egal, ob du die Schwachstelle des Gegners ausnutzt oder nicht. So. Muss natürlich wieder ein Beleber einsetzen. Zum Glück habe ich irgendwie so viele hier. Muss ich irgendwie noch nicht so viel eingesetzt haben. Ich setze lieber Getränke ein. Wie super Trinke, welche im Kampf brauchen. Ne. So, dann gucken wir mal.
Also für der Teil wird nicht viel reißen können, deswegen packen wir das an erste Stelle. Ja, ich habe ja Glück und ich krieg noch Verwirrung rein ins erste Pokémon. Oh ja. Wo die beste Strategie wäre, eigentlich gesagt, erstmal alle zu erledigen, dann ja, was soll's. So alle zu erledigen erstmal, dann so warten, bis er sein letztes rausholt, das deiner maximiert und ja, danach sind eigentlich viel einfacher, weil dann seid weg aus der Dynamax-Maximierung und ja, ich bin Neo. Fangen wir an. Also alles. Am Schaden. Ein alter Neo fordert dich heraus. Du war ein cooles Design. Makabaya. Okay. Mir ist kein Alkohol oder so, das ist schon mal gut. Das ist, dass ich ein bisschen was reißen kann, vielleicht mit Sugar. Da Bitterkuss. Die Sache mit dem Angriff ist auch immer, der haut meistens immer daneben, weil irgendwie noch 75% hat zu treffen. Die Chance. Ich weiß gar nicht, warum ich das einsetze. Wie funktioniert Verwirrung nie zu meinen Gunsten? Aus irgendeinem Grund bin ich schneller. Das wundert mich ehrlich gesagt. Naja, wie ihr sehen könnt, mit naja. Weiß nicht, ob ich das im Schwert ist mir dem Schwert auch schon begegnet, aber ja, das Ding kann irgendwie Fähigkeiten tauschen. Wieder an. Warum funktioniert das nicht? Ich verstehe das nicht. Das ist ja wahrscheinlich wieder aus Verwirrung raus. Und er hat wieder nichts gemacht. Er kotzt mich echt an. Ich tue einen Zug darauf verschwenden, Verwirrung überhaupt einzusetzen und dann bringt das noch nicht mal was. Ich mal irgendwas. Verstehe das nicht. Oh, komm, danke. Nächstes trifft dich. So, jetzt bitte hau dich einmal selber. Selbst wird noch keiner sich mal selber hauen. Bei was 4-5 Versuchen ist er. Boah. Hey. Das ist auch irgendwie nicht normal. Ne? Ich wäre jetzt zu dem Zeitpunkt schon 3-4 Mal getroffen worden. Und die kommt irgendwie jedes Mal durch. Hier ist eins normal bisher. Ey, das gibt's jetzt nicht. Dieser Spiel. Ich wollte einer jetzt nicht sagen, dass ich schlecht bin. Ne? Ich versuche ja strategisch zu kämpfen. Ey, und das Spiel macht einfach RNG. Puff. Ich tue den Typen jetzt voll screw. Ne? Ja. So. So. Hat auch blöde an. Okumil ist wird Diebeskuss hat nur 10 Benutzungen. Danach ist das Ding irgendwie mehr oder weniger nutzlos. Also ich hoffe, das Ding entwickelt sich irgendwann, wird dadurch besser. So, wir haben es geschafft, ein Viech zu erledigen. Also auch mal was, ne? Aber ja, so ungefähr laufen alle Kämpfe mit diesem Pokémon ab und Mimik mal. Update das Ding. So, bitte. Ich kann sowieso nicht mehr Dings einsetzen. Nee, das war's. Ja. Wow. Bist du nicht zur Hälfte irgendwie Elektro, weil du so ein Pikachu-Kostüm anders? Obwohl wächst es ganz schön schnell. Also wenn er irgendwas deiner maximiert, dann ist das Ding wahrscheinlich schneller. Dann machen wir erstmal dich. Und ich setze okay, bis ein. Du bist schneller als ich, ehrlich. Du bist nicht so stark.
Was? Sein Kostüm hat die Attacke abgewehrt? Okay. Weiß gar nicht, kommt das Ding aus Sonne und Mond? Ich habe nicht so weit gespielt, um das Ding zu begegnen, glaube ich. Oder nee, ich glaube, das kommt schon aus X und Y, ne? So, ist sowieso nicht effektiv, also komm her, Flammenrad. Seitdem ich das Ding schneller ist als ich. So, ich kriege auch noch down. So, machst jetzt einen Volltreffer. Rüst hat. Okay, jetzt ist das noch sehr ausgeglichen. Lass mich raten, ich glaube, ich weiß, was du als letztes hast. Was? Gorgason? Was? Okay, ich bin schneller. Oh. Da war stark. Antigrab und wir sind tot. So, ich nehme mal an, du bist zur Hälfte Gestein, ne? Hoffe ich. So Steingift oder irgendwie sowas. Dann komm mal her. Aquatis. Das Ding sieht so merkwürdig aus. So, Präzisionsschuss. Mal gucken, wie das aussieht. Okay. Schon bin ich effektiv. Okay, das Ding hat irgendwie eine Entwicklung hier. Im Gala. Gut. Mein letztes Pokémon ist ganz allein. Wie traurig, wie ein beängstigend. Ich wusste es. Seider hatte Macho Mai. Habe ich mir irgendwie so gedacht. So, warte mal. Attack vor die Kopie. Kaffeeschaden zu viel. Ja, nehme ich mal sehr stark an, dass du machst. Also, geil, Dynamax, tauche alles in Dunkelheit. Ja, du siehst bestimmt jetzt auch anders aus, ne? Okay. Fresse aller Welten oder was? Ich jetzt so. Ich muss als erster rankommen, ne? Ja. Boom, boom, boom. Wow. Deiner Giftspeicher. Na. What? Okay, habe ich sogar überlebt. Oh Gott, das ist nicht gut. Tiefschlag. Bonk. Noch was blockiert? Okay. Das Gute ist, ich kann nicht wirklich verlieren, weil solange ich Aquatis wieder belebe irgendwann und wieder Tiefschlag einsetze, müsste das eigentlich klappen. So, hier ist mein Pony. Das setzt gerade zum ersten Mal ein, merke ich gerade. Der Blöde ist, das Ding wird gleich so weit von kaputt gehen. Da Psystrahl. Ja, ist weg. Oder auch nicht. Jetzt kommt das kleine Pony und macht dieses riesen Gengar platt. Pass auf. Oh. Sehr gut. War wirklich der erste Kampf mit dem Teil. Und direkt Arena geplättet. Sehr gut. Jetzt entwickelt sich das oder was? Pass auf. So stark bist du also. Verschreckt wäre mir fast meine Maske runtergerutscht. Das ist echt eine scheigeile Maske. Wow. Du bist so stark für mich. Hier, der Geisterorden. Schön. Und man hat auch gemacht. Mach weiter so. Fasst sich sehr kurz, der Typ. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg gegen Neo, Daniro. Deine Erkennung deiner Leistung erreicht dir diese Themen.
Bitteschön. Würde. Was macht das überhaupt? Ja, bei der anderen ist hier beschränkt. Ah, okay. Jetzt entdecken eine unserer Uniform. Gut. Den Geisterhorn hast du dir verliehen. Nur weiter so, Danio. So. Und ja, das war's dann für diesen Part. Einer von wenigen Parts, in dem ich mal Pokémon Schild irgendwie hier mal hochlade. Und ja, ich weiß ja, dass wenn ich jetzt hier rausgehe, dass direkt wieder eine Cutscene kommt. Dank Pokémon Schwert. Also ja, werde ich mal, weiß nicht, hier schon einen Schnitt machen und weil ich das Zeug mal kurz offscreen machen. Wenn da wirklich irgendeine Änderung ist, dann melde ich mich vielleicht noch mal wieder. Aber ansonsten würde ich sagen, wir treffen uns dann beim nächsten Arena-Leiter, wenn dieser anders ist, welcher auch immer das ist. Und ja, den sehen sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen und ihr schaltet nächstes Mal wieder ein bei Pokémon Schwert. Ciao.